Vielen Dank, dass Sie zugeschaltet haben. Willkommen zur ersten Folge von Dangel und Kurz und Bündig, Wirtschaft ohne Tabus. Heute erste Folge, Angst vor dem Megacrash in Zeiten von Corona TV. Erst einmal vielen Dank, dass ich bei Ihnen Gehör finde, in Zeiten, denen Corona rauf und runter geht. Ich möchte mich wie immer kurz und bündig halten und damit auch gleich beginnen. Warum ist aus meiner Sicht diese aktuelle Wirtschaftskrise so schlimm, so besonders schwerwiegend? Sie hat zwei Komponenten. Die Weltfinanzkrise, die sie nun abermals andeutet, war vorhersehbar. Warum? Die Nullzinspolitik, beginnend im Japan der 80er Jahre, ist nun beinahe schon 30 Jahre lang gefahren worden. Was ist die Folge davon? Wir haben es mit einer Zombifizierung der Wirtschaft zu tun. Ich möchte dies ganz kurz erläutern. Der durchschnittliche Prozentsatz von insolventen Firmen war in der Vergangenheit ungefähr bei 2%. Durch diese Nullzinspolitik wird dieser natürliche, möchte ich sagen, Prozentsatz von insolventen Firmen gegen 0,5 gedrückt, gefördert. Über 10 Jahre, in denen diese Nullzinspolitik nun seit der Weltfinanzkrise 2008 auch im Euroraum gefahren wird, haben sich nun allein im Euroraum 15% Zombie-Firmen angehäuft. Eine Armee von Zombie-Unternehmen. Damit einhergehend ist den Banken durch diese Nullzinspolitik auch ihre Ertragsmöglichkeit genommen. Wir haben es mit einer Ertragserosion der Banken zu tun. Blicken wir zurück. Was waren die Ursachen? Bereits 1998 war ein riesiger Hedgefonds namens LTCM damals nahezu verantwortlich, die internationale Finanzarchitektur völlig zu zerstören. Mittels weltweiten Hilfen konnte diese erste kleine Krise bewältigt werden. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Dotcom-Krise um das Jahr 2000 herum. Das war die Zeit, in der man glaubte, allein durch irgendwelche Filmchen und digitale Ambitionen könnte man die Realökonomie in den Boden treten. Das nächste war riesiger Crash um 2000. Wir hatten es dann 2008 mit der US-Immobilienblase zu tun, die dann zu einer Weltfinanzkrise wurde, zur Euro-Krise, zur Staatsanleihenkrise, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir sehen uns nun in Fortsetzung dieser Fülle von Krisen fast im 10-Jahres-Zeitraum mit diesem kleinen Vorspiel LTCM 1998 abermals mit einem drohenden Finanzarmageddon konfrontiert. Wir haben es aber, und das wollte ich bereits andeuten, mit einer Konvergenz, mit einem Zusammenfallen von Krisen zu tun. Wir haben nun mit dieser sich andeutenden Weltfinanzkrise noch eine gesundheitspolitische Ausnahmesituation zu tun. Was hat es zur Folge? Selbst wenn durch die derzeit erfolgenden Maßnahmen eine Erholung der Wirtschaft möglich wäre, steht die Weltwirtschaft völlig still infolge der Eindämmung der Pandemie, die erforderlich ist. Covid-19 hat also eine Koinzidenz geschaffen, einerseits mit der Problematik der Nullzinspolitik, die ohnehin eine Schockfrostung der Wirtschaft war, und mit einem völligen Stillstand der Wirtschaft zur Eindämmung der Pandemie. Wenn ich Ihnen ein Bild geben darf, ist die Titanic auffällig und für sich auch nachvollziehbar. Es wäre so, was derzeit getan wird, als ob wir sehen würden, die Titanic im Bild unserer Weltwirtschaft würde ohne jegliche Gegenmaßnahmen auf einen Eisberg zufahren. Das ist bereits die Nullzinspolitik gewesen. Und nun kommt unerwartet, das ist der schwarze Schwan nach Nassim Nicholas Taleb, ein ganz neues Problem hinzu. Nun würde diese Titanic, die ohnehin mit Volldampf auf den Eisberg zurennt, ohne vernünftige wirtschaftspolitische Maßnahmen, nun würde diese Titanic noch völlig unerwartet von unbekannter Adresse her ein Torpedo leicht unterhalb der Wasserlinie treffen. Was ist die Folge? Diese Titanic, diese Weltwirtschaft ist nicht mehr zu retten. Was wird versucht? Abermals die USA, einmalig die Fed, hat tatsächlich ihren Leitzins um 1%. Normalerweise ist die Fed selbst wie ein Supertanker und erniedrigt ihren Leitzins nur um 0,25%, um einen Prozentpunkt gesenkt. Das heißt ebenfalls der Versuch, Nullzinspolitik und weitere Geldmengenflutung. All diese Versuche waren bisher gescheitert und historisch betrachtet ist es schon immer so gewesen, mit Gelddrucken ist noch niemals eine Krise beseitigt worden. Wo liegt das grundsätzliche Problem? Die Zombifizierung der Wirtschaft wird zu einer Krise führen. Man hat nun Angst vor eben dieser Marktbereinigung, denn 15% der Firmen müssen über den Jordan gehen.
Man hat alle in der Illusion gelassen, mit Nullzinspolitik und Geldmengenflutung wäre eine Konjunktur bis zum Sankt-Nikolaustag möglich. Das ist eine Illusion und diese Illusion wird wie eine Blase zerplatzen. Wenn wir uns dann die politische Klasse anschauen, für mich Paradebeispiel, unser Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der schon seine völlige Inkompetenz bei der Diskussion mit Professor Sinn im Rahmen der Griechenlandrettung unter Beweis gestellt hat. Er gibt hier Ratschläge und man merkt sofort, er hat keine Ahnung. Liquiditätshilfen und Staatsgarantien sollen nun also diese drohende Mega-Finanzkrise einzudämmen versuchen. Das ist, um es ganz einfach zu sagen, der Versuch, einen doppelten Schienbeinbruch mit einem Heftpflaster zu beseitigen. Es ist der krampfhafte Versuch, etwas zu retten, was einfach nicht mehr zu retten ist. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, das Finanzarmageddon ist unaufhaltsam, schauen wir uns unsere politisch Verantwortlichen an. Böse gesagt, hat man den Eindruck, so sagen es manche, die politische Klasse bestünde zum Großteil aus Vollidioten. Und demgegenüber haben wir Deutschland, haben wir ein deutsches Volk, beziehungsweise das, was davon übrig geblieben ist, ein Volk von Hosenscheißern, die nichts Besseres zu tun haben, als tatsächlich Klopapier zu hoppen. Was ist als erstes zu tun? Krasse Antwort. Schauen Sie bitte zunächst einmal die ersten drei Folgen von Mad Max an. Fortsetzung folgt.